Das Gemetzelscope. Ich weiß, kann ich aber auch lassen. Wir haben darüber schon gesprochen. Also. Könnten doch die Trailer erwähnen, obwohl das jetzt nicht wirklich. Ja, Trailer. Anderthalb. Na gut, ich hatte alle drei schon gesehen, also davon. Und also die Trailer, die wir gesehen haben, das waren War Horse, der neue Film. Die schlechte Version von Horse War. Ja, aber ich glaube, dass das ein guter Film ist. Aber ich glaube nur nicht, dass er die Awesomeness von Horse War erreichen könnte. Das wollte ich damit sagen. Gegen einen Film über einen Krieg der Pferde könnte, glaube ich, jeder Film. Also da könnte nur ein Film gewinnen, der Krieg der Bären heißt oder sowas. Oder Krieg der Hammerhaie oder so. Bärenkavallerie. Die Bärenkavallerie. Das sind die Verbündeten der Pferde. Aber ja. Jetzt lass uns aufhören rumzuspinnen. Sollte nochmal ganz kurz eben auf die drei Trailer eingehen. Also, War Horse werde ich wahrscheinlich auch noch gucken. Auf Deutsch kommt unter dem deutschen Namen Gefährten ins Kino und er handelt vom Ersten Weltkrieg aus der Sicht eines Pferdes. Und, beziehungsweise, was heißt aus der Sicht eines Pferdes, aber zentraler Protagonist ist einfach ein Pferd. Also ein Kriegspferd dann halt auch, wie sie noch benutzt wurden im Ersten Weltkrieg. Und allein das finde ich schon recht interessant, aber dann sitzt auch noch Steven Spielberg auf dem Regiestuhl und wie ich seit Tim und Struppi finde, seit Tim und Struppi kann ich ihm wieder vertrauen, ehrlich sagen, dass er einen guten Film abliefert. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film alle bekannten Spielberg-Schwächen hat, auch so Kitsch und was weiß ich, und Kitsch und Pathos halt und sowas. Aber ich glaube trotzdem, dass er richtig, richtig gut ist. Und ich werde ihn mir wahrscheinlich noch ansehen. Und was hast du noch zu sagen? Nichts. So? Ich kannte den Film. Es ist einfach. Er interessiert mich einfach nicht. Ja, ja. Es, ja, ja, aber. Ja. Also, ich habe. Seit ich meine Freundin kenne, so wieder so einen Tick in Richtung Pferd halt bekommen. Also, ich war ein paar Mal ihr Pony besuchen mit. Seitdem mag ich Pferde. Und Einhörner! Einhörner sind total toll! Nämlich, die essen Schmetterlinge und pupsen Regenbögen! Ja. Gut, gehen wir zu männlicheren Themen über. Dark Knight war der andere Trailer, also Dark Knight Rises. Und das dritte, das habe ich vergessen. Ah, stimmt, ja. Ja, irgendwann war noch. Der zweite war der Avengers-Trailer. Ach ja. Aber der ist ja schon seit einer Zeit draußen halt. Ich habe den, glaube ich, jetzt das erste Mal auf Englisch allerdings gesehen. Und ich habe den das erste Mal überhaupt gesehen. Ich wusste, dass es ihn gibt, aber habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ja. Es ist mehr oder weniger Iron Man und die Avengers, der Trailer. Wie ein Filmkritiker im Netz genannt hat. Weil hauptsächlich eigentlich Iron Man gezeigt wird und die einzigen paar Sprechsätze da drinne. Ja, Captain America und Iron Man haben wir. Thor macht einmal kurz oder sowas, weil er einen Witz von Tony Stark ganz lustig findet. Aber die Avengers, ich freue mich drauf total. Ich bin gespannt darauf. Ja. Das ist aber auch so ein Film, wo ich ohne Erwartungshaltung reingehen werde, muss ich sagen. Obwohl der Trailer die recht hoch setzt. Ja. Wenn man dem Trailer vertraut, muss es eigentlich ein Hammerfilm werden, aber ich. Ja, ja, natürlich. Man sollte immer skeptisch bis zum Schluss bleiben. Und da wirst du wahrscheinlich auch den Vorteil haben, weil ich werde wahrscheinlich enttäuscht werden, wenn ich so reingehe, wie ich jetzt aufgehypt bin. Wahrscheinlich. Aber ich bin selten enttäuscht, wenn ich ins Kino gehe, weil ich mich nicht so lange erwarte. Ja, ich leider schon halt manchmal. Aber was in der Trailer ist trotzdem, also die ganzen Post-Process-Effekte sind wahrscheinlich noch nicht fertig, also die ganzen Spezialeffekte und sowas. Und deshalb sind halt im Trailer ganz viele Explosionen zu sehen und Leute, die von Explosionen wegrennen und sowas, als auch man nicht sieht, was diese Explosion verursacht und sowas. Und darum ist da auch, also es ist so eine es ganz gibt beliebte nicht, Masche. Was die Explosion verursacht, die sind einfach da. Die sind da. Ne? Zwischendurch steht dann auch nochmal Scarlett Johansson im Lederoutfit ganz kurz vor einer Explosion und sowas. Also so ein Smoking Hot Action Girl Shot einfach. Und also der Trailer an sich, der hat eigentlich. Also er ist glaube ich auch gemacht worden, bevor alle Szenen abgedreht waren vom Film. Also so um schon mal so ein Trailer-Futter einfach an die Öffentlichkeit zu bringen und die Marketingkampagne schon mal loslaufen zu lassen. Und wir gehen heute den Trailer. Trotzdem freut es mich einfach, dass die Action
Helden, die Comic-Helden, die wir jetzt so seit, ich weiß nicht, wann sie angefangen haben mit den Filmen, seit 4-5 Jahren oder sowas mit uns, also ja, halt herumschleppen, dass die jetzt halt so zusammentreffen einfach. Und das ist einfach ein Happening für alle, die die Charaktere kennen, denke ich mal. Ich freue mich drauf, wie gesagt. Und dann können wir jetzt zu Dark Knight rübergehen. Da freue ich mich nicht so drauf unbedingt so. Weil... Ich... Doch, auf den Film schon. Ja. Wobei ich sagen muss, der Trailer, der war absolut nichts sagen. Ja. Da war der andere Trailer, der im Netz rumgeht, halt schon einfach besser, weil da werden halt, der ist erstmal ausführlicher einfach und der zeigt auch vor allem nicht so verdammt viele Szenen aus den vergangenen Filmen. Einfach. Und dieser Trailer hier, da liegt, ich glaube, das war Commissioner Gordon, ne? Also, ja. Wenn ich mich nicht erkannt habe. Von wie heißt, ich vergesse ständig den Namen des Schauspielers. Ich bin mit dem Schauspielernamen sowieso nicht so bewandert. Ja, aber das ist ein so guter Schauspieler einfach. Ich verwechsel ihn ständig, also nur vom Namen her mit Alan Rickman halt. Ich weiß, dass die natürlich unterschiedliche Schauspieler sind, ne? Aber ich verwechsel die Namen halt, kriege ich dauernd durcheinander. Und wir fügen es irgendwie Commissioner Gordon. Ja, wir nennen den Commissioner Gordon, der liegt auf dem Krankenbett und erzählt halt irgendwas, also mit Sauerstoffmaske halt und sowas. Also, so. Dass Batman wiederkommen muss und dass er nicht wiederkommen wird, wird ihm erzählt. Genau. Und zwischendurch werden halt ein paar Szenen eingeblendet, Bane wird gezeigt und der andere Trailer hatte ein Stadion, das gesprengt wird, also den hätte ich vielleicht lieber auf der Leinwand gesehen dann halt, auch wenn es wieder ein bisschen oberflächlich klingt, dass ich das halt möchte, aber gut, der andere Trailer, der ist einfach besser und das war schon, und also... Auch wenn die Batman-Filme keine schlechten Filme sind, die von Nolan, sind sie mir doch ein bisschen zu ernst einfach. Und deshalb freue ich mich jetzt nicht so doll drauf. Und ich möchte sehen, wie es ausgeht und ob er tatsächlich vielleicht Bruce Wayne tötet, aber Batman quasi weiterleben lässt. Als war in dem Trailer Batman überhaupt einmal zu sehen? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ne? Nee, also es war ganz viel von Bruce Wayne gezeigt, der halt... aus den vergangenen Szenen halt, Filmen, wie er halt zum Beispiel da zu diesem Kloster in Berlin beginnt, oder wie er da zwischen den Fledermäusen dann in seiner in Höhle dann da irgendwie Batman steht. Oder drei, jetzt ohne Batman. Naja, wäre nicht schlimm eigentlich, weil Batman ist eigentlich nicht der interessanteste so. Also, würde ich mal sagen, aus dem Batman-Universum. Das ist richtig. Also, Joker ist natürlich eine interessante Figur, besonders wie Nolan ihn im zweiten Teil ausgelegt hat, aber auch halt in allen anderen Adaptionen eigentlich. Und na gut, ansonsten weiß ich halt viel zu wenig wirklich richtig über Batman einfach. Ich weiß noch weniger. Ich kenne eigentlich nur die Filme von Nolan. Ja, ja. Na, die Tim Burton-Filme sind auch immer toll. Die habe ich nie gesehen. Weil die waren mir zu bunt. Deswegen mag ich die neuen Filme lieber, weil die düster und ernster sind. Aber die von Burton sind eigentlich recht düster. Das mag sein, aber ich kenne dann einfach nur die anderen. Ja. Und das habe ich alles in einem Kopf. Dann gab es ja noch zwischendurch, du verwechselst die nicht die jetzt mit die von Schumacher. Die kamen alle etwa im selben Zeitraum für mich. Ja, ja. Und deswegen werfe ich die alle in einen Topf, die waren damals für mich uninteressant. Ja, ja, also ich habe mir seitdem bin ich einfach nicht dazu gekommen, das nachzuholen. Batman und Robin und Dingsens sind nämlich von anderen halt. Ja, ich weiß, aber das ist für mich trotzdem, das ist trotzdem dieselbe Kontinuität. Ja, ja. Ja, klar. Ja, ja, Nolans Batman-Universum ist ja sehr auf Realismus getrimmt. Und auch wenn das gut dient, wie zum Beispiel in The Dark Knight, um ein paar philosophisch, moralisch, ethische Fragen zu stellen und zu erforschen. Zum Beispiel dieses soziale Experiment, was der Joker vorhatte mit den beiden Fähren, die sich gegenseitig in die Luft sprengen sollten und es dann nicht getan haben. Auch wenn das recht interessant ist, frage ich mich immer, warum brauchen wir Batman dazu? Eigentlich, um diese Fragen zu erforschen dann halt so, ne? Ich meine... Ja. Also,
ich sehe ganz gerne Comic-Verfilmungen, einfach um auch mal ein bisschen los von der Realität zu kommen. Es darf natürlich unterschwellig immer irgendwie was, irgendwie ein größeres Thema dahinter sein, wie zum Beispiel Iron Man 2. Viele Leute sagen, in dem Film gibt es keine richtige Handlung, aber die Handlung ist halt, dass Tony Stark versucht, seine eigenen Dämonen halt quasi zu bezwingen, seine eigene Arroganz, seinen eigenen Egomanismus und sowas. Und da passiert dann natürlich halt nicht so viel oberflächlich dann halt gesehen. Aber das liegt halt alles unter der Oberfläche und darum ist das auch gut für mich dann halt. Und ich hab's halt doch lieber ein bisschen bunter, dann muss ich ehrlich sagen. Dann, also es darf natürlich auch nicht zu bunt sein. Also irgendwie muss es cool sein. Einfach auch. Und ja, ich wage das Sakrileg. Batman in den neuen Filmen ist einfach nicht cool. Gefällt mir nicht. Und darum freue ich mich auch nicht so sehr jetzt drauf. Tja. Er ist auch nicht der Charakter, der in dem Film enden wird. Nee, nee. Den ersten, also Batman Begins mag ich wegen Scarecrow. Hm. Ja, ja. Ja, den zweiten Joker. Ja. Und Two-Face. Ja, ja. Ja, das, ich weiß nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe. Batman ist auch mehr über die Bösewichte, auch die Comic-Reihe. Ja. Ohne die wäre er eigentlich nicht so der Superheld jetzt unbedingt. Der deswegen ist Arkham ist einem auch ziemlich cool. Ich habe es aufgegeben zu spielen inzwischen. Das ist irgendwie nicht mein Spiel. Also, ich habe es nicht durchgespielt. Ich bin im Endkampf, ob ich auch würde. Warst du zu schwach? Ja. Ich habe sowieso nur gespielt, weil Arkham draufsteht. Ach so, ja. Lovecraft finde ich interessanter als Batman. Da ist ja gar nichts von Cthulhu drin. Das wusste ich im Voraus. Okay. Ja. Ja. Yeah. Also das waren die drei Trailer, die wir gesehen haben. Wäre schön gewesen, wenn ein paar mehr gezeigt worden wären. Vielleicht. Wir hatten auch den Rittersport-Trailer. Oh ja, Rittersport. Die Werbung hasse ich übrigens, weil ich die mittlerweile bei jedem Film sehe. Die Bildwerbung haben wir nicht gesehen. Ja, wunderbar. Das war endlich mal eine Verbesserung. Also, ja, 2012 kann nur besser werden. Gut. Aber wahrscheinlich haben sie nicht das nächste Mal nicht H.P. Baxter, der einen dann anbrüllt, sondern die Katzenberger oder was dann. Aber gut, also wenn die nächste Bildwerbung in die Kinos gelassen wird, dann mache ich vielleicht meinen Vorsatz doch ein bisschen rückgängig und gehe dieses Jahr doch nicht so oft ins Kino, wie ich eigentlich vorhatte. Ja, gut. Zum Abschluss war ein super Abend. Also super Film und hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja. Jeder, der ihn noch nicht gesehen hat und den ersten Teil mochte, worauf wartet ihr eigentlich noch? Ne? Vergesst, was wir über diesen Film an Spoilern preisgegeben haben. Genau, guckt ihn einfach auf Englisch, dann versteht ihr auch so viel wie wir. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir den Jahresabschluss 2011 machen. Mitte Februar 2012. Ja, Mitte Februar 2012. Quatsch. Irgendwie in den nächsten paar Wochen, Tagen halt. Wenn wir Wochen sind wir schon fast im Februar. Stimmt, hast recht. Also in den nächsten Stunden. Stunden. Ich komm morgen vor der Uni nochmal kurz vorbei. Nein, also in den nächsten paar Tagen dann halt. Noch mal einen Jahresabschluss, weil wir haben... Ja, wir haben mehr Filme gesehen, als wir euch bisher preisgegeben haben. Und auch mehr, als ich eigentlich gedacht hatte. So. Ja, das ist richtig. Also es kommen vielleicht so 20 Stück zusammen unbedingt, ungefähr. Also bei mir zumindest kommen ungefähr 20 Stück zusammen. Allerdings kann es auch sein, dass ich aus Versehen einen Film, der irgendwie 2010 schon veröffentlicht wurde, reingerutscht habe, weil ich auch einige auf DVD nachgeguckt habe. Also 2 oder 3. Und ja, und für uns trotzdem das Filmjahr 2011. Ja, zählt es jetzt, wann man den Film gesehen hat? Das müssen wir uns noch entscheiden. Also das seht ihr dann, das ist jetzt der Cliffhanger bis zum... Also dann bis nächstes Mal. Vielleicht schalten unsere 3 Zuschauer ja auch dann wieder ein. Aber ich denke, wir winken jetzt einfach nochmal in die Kamera, du winkst auch. Ich winke diesmal nicht, ich habe mich letztes Mal dazu bereit erklärt. Dann winke ich halt. Ich bin ein freundlicher Mensch, Martin ist es nicht. Mhm. Martin, könntest du bitte die Kamera ausmachen?
Der Bart von Christoph David Vollwas möchte jetzt aufhören, Christoph David Vollwas zu spielen. Der Bart von Christoph David Vollwas ist ein Arschloch.